warum du keine Angst haben solltest, ins Fitnessstudio zu gehen. Hi, mein Name ist Viktor Reimchen und einer der Gründer von Viva Fitness. Über 17 Jahre stehen wir jeden Morgen auf, der vollsten Überzeugung, das beste Produkt auf dieser Erde zu haben. Fitnesstraining, Gesundheit, Lifestyle, das Wohlbefinden, das ist doch was Tolles und ist eigentlich mit Geld nicht zu bezahlen. Und ich kann dir eins sagen, jedes Fitnesstraining, jedes Fitnessstudio ist viel, viel günstiger als eine Lebensversicherung. Und ich möchte dir heute gerne eine Geschichte erzählen, die ein paar Jahre zurückliegt. Und anfangs, wo wir 2, 3 Clubs hatten, waren wir selber Trainer, wir waren selber Reinigungskraft, wir haben selber die Kinderbetreuung gemacht, weil wir uns noch keine Mitarbeiter leisten konnten. Also wir haben im Prinzip alles von der Pike auf gelernt und es ist gut so. Wir haben damals, wir 2, 3 Clubs hatten, noch jedes Mitglied persönlich gekannt, persönlich mit Vornamen. Es gab teilweise einen Austausch von privaten Telefonnummern. Es war ein schönes Gefühl, es war eine schöne Zeit und mit der Größe ist es natürlich nicht mehr möglich. Aber eine Geschichte, die ist mir besonders im Gedächtnis geblieben, und zwar vor ungefähr 10 Jahren, oder es könnten noch 12 Jahre sein, war es nicht selbstverständlich, dass Menschen in einem fortgeschrittenen Alter, ich sag jetzt mal so 55, 60, 65 plus, in Massen ins Fitnessstudio gegangen sind. Und jedes Mal, wenn sich jemand getraut hat, trotzdem ins Fitnessstudio zu gehen in diesem Alter, dann hat man immer gesehen, wie die Person so ein bisschen gebückt, ängstlich ins Fitnessstudio reinkam. Und wenn du diese Person herzlich begrüßt hast und diese Person andere Menschen gesehen haben, hat, die vielleicht auch in dem Alter waren, hast du automatisch gesehen, Schulter gehen nach oben und die Person äußert, oh, ich bin ja nicht die Älteste hier. Und das war damals, ich sag's jetzt einfach so, wie es ist, so ein blöder Glaubenssatz, Fitnessstudio ist nur was für junge Menschen, nur was für topgestylte Frauen und nur was für durchtrainierte Männer. Und das ist der größte Mythos. Und es war schön zu sehen, dass sich mit der Zeit immer mehr Menschen im hohen Alter angemeldet haben. Und was noch toller war, zu sehen, wie sich diese Menschen verändert haben ins Positive. Die haben automatisch jünger ausgesehen, die hatten eine andere Körperhaltung, die hatten mehr Lebensqualität, die hatten keine Beschwerden mehr und mussten nicht mehr im hohen Alter vielleicht auf Tabletten zurückzugreifen, irgendwelche Operationen zu machen und was es noch so alles gibt. Und es gab sogar Menschen, die teilweise mit Diabetes zu uns gekommen sind, die mehrmals am Tag spritzen mussten, die das auf das Minimum minimieren konnten durch Fitnesstraining, durch eine gesunde Ernährung, die teilweise komplett Krankheiten besiegt haben und bald die Lebenserwartung verlängert haben. Also, heutzutage ist es gang und gäbe, dass ältere Menschen sich im Fitnessstudio anmelden und das Durchschnittsalter der Besucher im Fitnessstudio wird immer älter. Und es ist ein tolles Gefühl und ein schönes Bild, wenn du ins Studio reinkommst und du hast von jeder Generation Menschen trainieren, 14-, 13-Jährige, teilweise auch über 90-Jährige. Wir hatten mal einen Kunden, der war 95, hat lebenlang trainiert, da sah man ihn wirklich auch an, der ist selber noch mit dem Auto ins Studio gekommen. Zwar ein bisschen langsamer, konnte natürlich nicht mal 2 Stunden trainieren, aber hat hier und da an ein paar Geräten gezogen. Und wisst ihr, was das Coolste ist? Er war in einer Gemeinschaft mit anderen Menschen. Und dadurch hat er eine viel bessere Lebensqualität, als zu Hause auf dem Sofa zu liegen, sich vielleicht von morgens bis abends von dem Fernseher beriesen zu lassen und sich voll zu pumpen mit Medikamenten. Deswegen ein Aufruf, und das ist wirklich eine Herzensangelegenheit. Und wenn du dieses Video schaust und bist vielleicht jünger, noch nicht in dem fortgeschrittenen Alter, dann zeig bitte dieses Video diesen Menschen aus deinem Umfeld, für die es interessant sein könnte. Und wir laden alle herzlich ein, völlig unverbindlich, das Ganze mal zu testen. In Begleitung eines Trainers. Und hab keine Angst. Ich kann dir eins garantieren, sobald du den Fuß ins Studio setzt, wirst du genau wissen, was ich jetzt gerade meine, weil du wirst nicht die Einzige oder der Einzige sein, der in diesem Alter trainiert. Und falls du gerade an Übergewicht leidest, es ist scheißegal, wie du aussiehst. Bei uns ist jeder willkommen. Egal welche Nationalität, egal welcher Körperbau, du bist willkommen. Und genau das ist unsere Herzensangelegenheit, dass wir diese Menschen erreichen.
Es gibt Menschen, die schon lebenlang trainieren, die musst du nicht viel überzeugen, die wissen, wie geil das ist. Und mit diesem Video möchte ich dich überzeugen oder jemand aus deinem Umfeld, die diesen ersten Schritt machen. Also, ich würde mich freuen, wenn du dieses Video kommentierst, likest und vor allen Dingen an so viele Menschen wie möglich weiterschicken wirst. Herzliches Dankeschön. Bis dann. Im Viva.